Einige Sponsorenverträge sind ausgelaufen. Okay. Okay. Und zwei neue Sponsoren. Es gibt sich noch. Ah, okay, dann haben wir hier einen. Ist ein besseren. Ich würde sagen, wir nehmen Hypertech einfach, weil uns das jetzt gerade wird sogar ins Positive pro Rennen. Also Bango, bitte komm her. Bango, komm her. Zack. Bango läuft aus den vier Rennen. Das ist ja sowas von perfekt. Ach du Heilige. Das ist knapp. Ich hätte nie gedacht, dass wir dieses Jahr tatsächlich so sehr, so stark sein werden. Vier Podeste, drei Siege. Wir sind vor Mercedes AMG F1. Wir müssen einfach hier so weiter carryen. Und Lando Norris müsste eigentlich nur noch vor Van Dorn. Dann ist eigentlich alles besser. Also, wir müssen uns nur mehr auf tatsächlich eine Person konzentrieren. Nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. Gut. Bitte Root. Einen einzigen Sprung. Wir müssen uns natürlich nur mehr auf eine Sache konzentrieren, nämlich auf Lando Norris, dass der mal tatsächlich besser ist als Carlos Sainz. Den würden wir auch gewinnen lassen. Tatsächlich. Würde ich tatsächlich machen, einfach um seine Chancen in der Fahrer-WM zu erhöhen. Das hat sich gerade nicht gerade erhöht. So, losfahren. Keinen Boni, keinen einzigen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Er hat wenigstens freie Fahrt. Naja. Ja, doch, freie Fahrt hat er. Noch als Vierter, okay. Fünfter, das passt. Sechster. Aber in Qualifying. Sainz, Zweiter. 3. Das muss ich einfach machen. 5, okay, das ist was. Das ist gut. Das war gut. Das war gut. 2, okay, das ist auch gut. 3. 4, okay. %. Das hören aber 60. Ich riskiere es einfach. Oha. 5. Okay, 3. Losschicken. Boom, Schakelacke. Die meisten sind jetzt halt auf der Box oder auf deren Inlap. Wir sind auf unser Outlap. Also wir fahren eigentlich. Oh nein, nein, nein. Da sind wieder ein paar draußen. Ach, so knapp. Wohl, es geht jetzt. Norris, ja? Personal Best, Personal Best. Das ist dafür eine Verbesserung. Reicht aber nur, um Siebter zu sein. Ja klar, Nendo. Was? Bist du? Was kannst du eigentlich? Lando Norris, hier. Das wird 100, ja. Das ist noch 100%, wenn ich dann. Ja. Wäre ich gefressen. So, jetzt. Ja, tatsächlich ein bisschen Platz nach vorne. Ist gut. Norris hat freie Fahrt. Boom. Dritter. Ist eins. Boom. Erster. Ja, Mann. Ocon dazwischen. Ist okay. Ist okay. Das ist komplett okay.
muss man sagen, das ist in Ordnung. Wenn wir Erster wären mit Sainz und Dritter wären mit Lando Norris, der hat ja noch kein einziges Podest eingefahren. Das ist sowas von traurig. So, ich glaube, hier können wir zwei Runden rausnehmen. Hier auch zwei Runden rausnehmen. Die weichen Reifen nutzen sich weniger ab. Die meisten fahren los mit einer aggressiveren Strategie, okay? Ich möchte eher balanced sein. Okay, Sainz und Norris, das ist okay. Da Sainz die Meisterschaft anführt. Norris soll halt sein Puffer sein, also so gesehen macht er seinen Job. Falscher Reifen. Von Box, 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 Box. Box, 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 Box. Drei, das ist jetzt nicht dein Ernst. Wir sind jetzt aber auf die ersten, die auf Instas gegangen sind. Und wir schließen auf. Das ist gut. Vor Perez. Naja, nicht ganz. Perez überholt wieder. Holt Sainz wieder. Oh mein Gott. Ocon jetzt aber Erster. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ihr habt gesagt, ich soll reinkommen. Diesmal weiß nicht ich, der da eine falsche Entscheidung getroffen hat mit Norris. Oder so. Sondern tatsächlich die KI gesagt hat, hey, aber er ist eine Zehntel schneller pro Runde ungefähr gewesen. Die Strecke verbessert sich hier pro Runde extremst. Anscheinend. Norris setzt die schnellsten Rundenzeiten. Wir kommen hier eigentlich gut ran. Das droppt tatsächlich. Wenn du meinst, dann gehen wir jetzt hier auf die Reifen. Sainz, ich bin lieber sicherer. Nein, es war einfach nur auf neue Reifen gehen. Cool. Okay, er hat keine Strafe. Ja, Mann. Komm schon, Sainz. Jetzt musst du alles gegen Ocon rausholen, was du hast. Alles. Alles. Sainz, hol alles raus, was du gegen Ocon hast. Abbrechen. Das wird uns jetzt wirklich alles vermiesen. Das vermiest es uns komplett. Willst du mich verarschen? Hülkenberg, erneut. Nein, das ist nicht dein Ernst. Aber es ist der Erste. Wie ist das jetzt passiert? Hallo? Hallo? Okay. Fahr zur Garage. Okay. Abbrechen. Ich weiß eh, dass du genügend Sprit hast. Seins, okay. Angriff direkt. Ich weiß eh, wir starten dann eh in die letzte Runde. Das heißt, super Angriff. Wir können jetzt schon eigentlich alles aktivieren.
Komm schon. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Alter. Ja. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Aber nur hat er noch ein Motorproblem anscheinend. Das ist nicht wahr. Sainz erster. Lando Norris zweiter. Alter, das ist. Das sieht einfach so richtig so. Oh mein Gott, ja, das ist einfach gut. Hülkenberg einfach da natürlich auch einen Unfall gekostet. Alter Schwede. Norris, das macht den schon zum siebten. Das sind 15 Punkte. Das sind 15 Punkte. Das sind wie viele Punkte? Das sind 15 Punkte auf. Wir sind Erster. 2 Punkte. Wir sind 2 Punkte vor Mercedes. Er ist so. Alter, Norris, endlich. Du hast. Okay, er hat ungefähr 90 Punkte Defizit auf seinen Teamkollegen. Würden wir das darauf raufrechnen, dass es ungefähr gleich wären, dann wären wir aber schon längst Meister. Eieieiei. Und wir sind auch ganz gut vorne gegen Esteban Ocon. Also, der andere von Carlos Sainz und so, wer kann sie jetzt noch aufhalten? Ich habe ja gesagt, die Serie geht ja so lange, bis wir beide Meisterschaften geholt haben. Das habe ich ja gesagt. Das habe ich ja versprochen. Nein, das möchte ich nicht. Oh, dauerhaft. Lieber die Entwicklungskosten. Wochen heißt also ein Schiff. Was brauchen wir noch? Einen Laster. Danke. Tagpass auf, du kannst verlängert werden. Danke sehr. Ja, no, Norris, ich würde dich gerne noch besser machen. Und deshalb bitte fahr nicht konstant, aber einfach halt besser durch die Kurven, ja. Was ist für dich denn wichtig? Motor und Frontflügel. Das heißt, wir bauen jetzt noch einen Frontflügel. Yay. Den hole ich mir auch noch ab. Also, das sieht ihr jetzt da nicht in der nächsten Folge. Aber, boom! Frontflügelabbau auf dem Teil abgeschlossen. Ja, ist mir scheißegal. Der wird. Ja, es ist taktisch cleverer, weil wir dann tatsächlich wieder einen Bonus bekommen, und zwar nicht den Boxenstopp-Profi. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir den haben. Belipitas. Oder La Paz Telekom. Ist mir lieber Belipitas. Jetzt 3 Millionen haben. 3 Millionen Cash. Cash on the Tash, it's the money in the game. 5 besten Fahrer. Alter, warum haben wir Sergio Perez? Erster, schnellster Fahrer. Viertbestes Auto. Das ist gut. Ich würde sagen, bis nächstes Mal dann. Ciao, ciao.